Hallo und willkommen zurück zu RimWorld und wir bereiten uns weiter darauf vor, diesen KI-Kern zu erhalten. Ja, mal schauen, ob das was wird. Das könnte auch ziemlich fatal werden. Wir sollten jedenfalls vorher noch gucken, dass wir hier die nächsten Gegner abwehren, denn das kann ja auch nicht mehr lange dauern. Das müsste jeden Moment wieder passieren. Und wir können natürlich in der Zwischenzeit hier noch weiteren Kram sammeln. Ja, da ist auch ein Gebäude. Vielleicht sollte ich auch gucken, dass wir viel, hier irgendwas am Material mitnehmen. Dass wir beispielsweise eine Solaranlage... Ja, Solaranlage sind 100 Stahl. Das ist schon schwer. Moment. Solaranlage. 100 Stahl. 3 Bauteile. Book. Wo ist ein Book? Okay. Das ist soweit okay. Dann sollten wir uns jetzt hier entsprechend hinstellen. Oder ist es vielleicht sogar hier besser? Naja, ich glaube schon. So, dann lassen wir den nach vorne. Dahin. Ja. Dann komm mal. Wird da wohl gleich vorbeilaufen wieder. Dann kommt zurück. Wunderbar. Spielt Schach. 8 Uhr. Ja, der hat jetzt auch Schlafenszeit, oder? Genau. Ach, kann nie ein Träger sein. Na gut. Ja, also wir haben 12 Gegner an der bei dem Dingen. Ich glaube, wir bräuchten wahrscheinlich noch eins. Wird nicht blockiert. Das passt da nicht hin. Können wir auch hier hinbauen. Okay, dann bauen wir das hier auch noch entsprechend hin.
Ich nehme an, da haben wir nichts mehr. Genau. Bauen wir auch noch ein bisschen. Ach, da haben wir auch noch Zeug. Wie viel trägt der? Dann brauchen wir hier nichts mehr zu machen. Luke ist am Forschen. Ja, mit dieser Rüstung, das ist halt noch so eine Sache. Moderner Helm. Die bräuchten wir. Handwerk. Hat Ta... Aber das sollte... Fergie dann erledigen. Wir können auch direkt sagen, abziehen. Ja, es war nicht so gut. Müssen wieder hochlaufen. Da wird auch noch gehackt. Und zurück. Das hier sollten wir auch anmachen. Definiert die ausgewählten Transporter als eine Abschussgruppe. Öffnet den Beladungsdialog. Oh, müssen nebeneinander stehen. Das ist ja doof. Das heißt, die muss ich wieder abreißen. Ja, die kriege ich ja jetzt auch nicht nebeneinander irgendwie hin. Höchstens, indem ich da eins zwischenbaue. Geht das? Naja, ob das dann funktioniert, ist die andere Frage. Aber das hier muss dann auf jeden Fall abgerissen werden. Das ist ja dämlich. Na, dann brauchen wir hier auch wieder Zeug. Ich hoffe mal, dass das damit funktioniert. Wenn nicht, haben wir das hier halt jetzt auch umsonst gebaut. Ja, okay, den Sprit kriegt man wieder raus. Okay. Ne. Geht das mit denen? Ne. Geht das mit denen? Ja. Ja, das ist doof. Okay, dann müssen wir das hier abreißen.
Dann müssen wir irgendwie gucken. Ja, okay, hier kann man ja auch noch mehrere daneben bauen. Ob das jetzt dann funktioniert, ist noch eine andere Frage. Das ist natürlich jetzt ziemliche Materialverschwendung. Hilft ja nichts. Immerhin kostet das jetzt nicht so viel. Ein Bauteil geht halt dadurch verloren und ja, ein bisschen Stahl. Aber Kraftstoff, ja. Und jetzt baut das Ding auch ruhig mal. Jetzt tragen die das weg und wieder her. Wo ist Fergie? Die ist da oben wieder beschäftigt. Naja, gut, jetzt ist der Tag auch schon wieder fast vorbei. Die hat das hier aber auch gerade als Maximum gesetzt. Machen wir das mal aus. Spazieren. Naja, die Zeit rennt jetzt quasi oder rinnt dahin. Ja, wen anders hier zum Forschen haben wir eigentlich auch nicht. Also das mit den Energierüstungen ist halt so eine Sache. Andererseits, wenn wir dann loslegen können, ist das wahrscheinlich auch ziemlich schnell erledigt, dass wir darüber düsen. Überfall. Mechanoidenschwarm sind mit Landungskapseln in der Nähe gelandet. Okay. Dann wollen wir direkt mal zurück. Die Tür machen wir auf und lassen wir auf. Das Ding darf feuern. Ich hoffe mal, dass der noch rechtzeitig nach Hause kommt. Jumper. Kann auch zu Ende essen. So. Das ist wahrscheinlich zu nah dran. Andererseits, so viele Optionen habe ich da auch nicht. Ohne dass wir da auf Sniper Rifles setzen, dann gehen wir dahin.
Das sind aber alles. Ne, da hinten sind noch die Viecher. Na, das sollte aber okay sein. Mhm. Hab. Den hätten wir. Jetzt kommen die Dicken noch. Was hat die denn für Werte? Isel. Bauen. 13. Schmieden, Handwerk, 6 nur. Ja, okay. No shit. Mhm, läuft ins Wasser. Na, das Problem ist, dass der da unten jetzt da auch natürlich reinrumst. Okay, unten unser eigener hat geschossen. Aha. Konzentrieren wir mal das Feuer halbwegs. Ja, das Feuer ist problematisch. Okay, der hintere ist auch fast im Eimer. Ach, das ist, der da ist das mit dem... mit dem bösen Wumms. Okay, der hat geballert. Dann läuft der jetzt dahin. Stopp schon. Wunderbar. So, jetzt müssen wir ganz schnell das Feuer ausmachen. Okay. Dann müssen wir hier auch wieder zerlegen und so. Behandlung benötigt, jo. Genau. Das hier ist alles nur Verbrennung. Jumper. Ja, okay. Ja, dann werden wir wohl wieder neue Mauern bauen.
Die Türen sind auch wieder weg. Ach so. Naja. Ja, nachdem die Tür sowieso immer wieder kaputtgeschossen wird und die ja auch nicht gerade billig ist. Naja, 25 Granit ist jetzt auch nicht viel. Da sollten wir schon eine Stahltür bauen. Ja, genau, das müsste ja dann entfernt werden. Da kommt Amy jetzt, okay. Die hier pausieren wir jetzt gerade mal komplett. Ich glaube, ein Teil ist kaputt gegangen. Es ist also verhältnismäßig harmlos gewesen. Wir brauchen trotzdem noch zwei neue hin. Naja, und die ganzen Fallen. Dafür bekommen wir halt diese Leichen von denen, die wir zerlegen können. Ach, Bauteile haben wir keine mehr. Shit. Das Ding sind wir am Bauen. Ja. Dann brechen wir das erstmal ab. Machen Bauteile. Und das muss sie dann auch gleich mit Priorität machen. Aber wobei, durch das Zerlegen sollten wir ja auch was bekommen. Da können wir jetzt nicht viel tun. Kräutermedizin könnten wir kaufen. Aber mehr ist da jetzt auch nicht. Ja. Ne, das ist falsch. Da, so müssen wir kaufen. Ne, Moment. Was? Können wir gar nicht kaufen. Wir können. Doch, können wir wohl. Das ist Tee. So rum. Haha. Geschafft. Du sollst jetzt hier bauen. Oh.
Wobei wir vermutlich auch eben viel durch die hier bekommen werden. Bringen wir die mal weg. Eichhörnchen, eine Eichhörnchenherde. Oha. Ja, okay, aber die tun ja nichts. Sie greifen auch nicht an. Mhm. Passt schon. Was macht der denn? Metallschrott? Na gut, jetzt ist der Tag eh vorbei. So. Yes, das funktioniert. Okay, dann bauen wir da noch eins neben. Machen wir hier eine Stromleitung. Und hier das sollten wir auch verknüpfen. Machen wir zwei Leitungen. Damit das auf jeden Fall angeschlossen bleibt. Genau wie hier das. Verknüpfen wir das noch. Jeder. Macht aber keiner. Baut Stromkabel. Was macht der Tau denn gerade? Er zerlegt noch immer die Dinger. Ist leckere Mahlzeit. Arbeitet Metallschrott. Nee, du sollst jetzt hier mal das hier machen und die werden wir mal deaktivieren, bevor da jetzt gerade noch zusätzliche Gegner kommen sollten. Das wäre nämlich auch nicht so cool. Ja, da bekommen wir ein paar Bauteile. Bergie. Du sollst das da gerade noch bauen. Und das lassen wir dann auch so. Und dann kann die danach das Energiegewehr bauen.
Bim, bim, bim. Das dauert aber schon lang. Ja. Muss ich auch mal erholen. Eisen haben wir jetzt jedenfalls. Das hier müsste man nachladen. Jo. Kostet, glaube ich, 60 Uran. Aber gut, der war jetzt auch mehr oder weniger hauptverantwortlich dafür, dass wir den kaputt bekommen haben. Geschütze stehen. Ja, die Waffe wird weitergebaut. Ja, hier den Kram können wir natürlich noch abtransportieren. Grizzlybär wurde zahm. Okay. Den können wir eventuell sogar mitnehmen. Da müssten wir aber natürlich Tierpflege. Okay, das machen auch einige. Rettung. Transport. Ja, können wir mal so machen. Ansonsten kann man den wahrscheinlich auch nicht so wirklich mitnehmen. Oder irgendwie steuern. Ah, dieser Crab ist viel zu weit weg. Ich meine, es ist zwar ganz toll, aber im Moment haben wir einfach Wichtigeres zu tun. Und bekommen das Zeug auch viel einfacher. Ja, wir können das auch anders machen. Zone.
Bär. Dann läuft der hier rum. Und dann kann der sich nämlich da an dem Fleisch einfach selber versorgen. Ja. Geht spazieren. Entspannung 0. Ruht sich aus. Fünfhundertacht. Die Skulptur. Ja, okay, haben wir sowieso nur noch auf 1, das passt schon. Das war ja eigentlich mehr so eine ABM, um die beschäftigt zu halten. Oh, ungünstige Temperatur. Stahltür. Da haben wir kein Material für. Dann bauen wir eine Marmortür. Da ist es etwas windig drin. Jetzt dürfte es hier aber auch schnell wieder warm werden. Kolonist untätig. Tau. Okay, anscheinend haben wir da jetzt alles. Dann muss er doch das hier machen. Wie geht's dem? Okay, dann werden wir hier erstmal den sich entspannen lassen. Ja, hier wird's auch so langsam wieder warm. Das hier ist echt offen. Beleidigungstour. Karawane. Silberlangschwert. Wir brauchen Melone. Naja. Kann man auch vergessen. Kunst an. Naja, das dauert schon ewig, ein so ein Gewehr zu bauen. Naja, hier in der Kühlkammer vielleicht nicht so gut, aber es kann dem eigentlich auch egal sein.
Aha, das Lager ist voll. Das hier wird auch so langsam voll. Exzellent. Normal. Dann machen wir hier deinstallieren. Dann stellen wir das da hin. Tau ist untätig. Bereits von Hub benutzt. Mhm. Na gut. Ja, dann kannst du mal weiter buddeln. Bevor er gar nichts zu tun hat. Die Energierüstung wird so langsam. Na gut, jetzt hat der aufgehört. Und dann muss wieder wer anders ran. Wie sieht's mit Wildtieren aus? Haben wir im Moment nichts. Da müssten wir aber auch die nächstbeste Herde wieder kaputt schießen. Unfertig? Hat er das verkackt oder hatte der eins fertig gebaut? Ah, da. Exzellent. Wunderbar. Jo, du nimmst das. Also Hub und Book würde ich dann auf die Expedition schicken. Tau ist halt super gut. Und auch im Fernkampf gut. Den könnten wir eigentlich auch mitschicken. Als quasi den Aufseher. Und Jumper verweigert nichts. Ja, nehmen wir Jumper noch mit. Bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das schaffen soll. Achso, was ich nachgucken wollte. Ein so ein Ding. Naja, okay, dann muss man tagsüber gucken, wie viel das generiert. Oder steht das hier? Nö. Wäre natürlich interessant, wenn man das hier nachts über auch anlässt und damit die Dinger zu bestrahlen, aber das geht gar nicht. Hub kann nichts machen. Ah, okay, jetzt haben wir das hier so voll, dass wir dann nicht mehr was lagern können.
Also Hub hat die Energiewaffe. Dann da brauchen wir das hier eigentlich nicht. Wir machen es trotzdem mal weiter. Das Lager ist halt voll, von daher könnten die den Kram gar nicht wegbringen. Wir könnten halt hier irgendwo, ja, sagen wir einfach mal, Zone erweitern. Legen wir halt hier noch alles voll. So. Und neuer Stahl, was? Oh, okay. Die ist hier noch dran. So, Tau sollte auch eine Energiewaffe dann nehmen. Den lassen. Achso, Moment, wer hatte der denn gerade? Salinas. Salinas will ich eigentlich nicht mitnehmen. Ah, wobei. Doch, die müssen wir fallen lassen. Moment, Arbeit. Wir haben natürlich auch keinen. Doch, Tau kann Arzt machen. Immerhin ein bisschen. Salinas kann auch. Ja, aber Tau müsste reichen. Okay. So. Dann nimmt der das. Jo. Und dann haben wir Book und Jumper. Die beiden werden dann entsprechend die Sniper Rifles nehmen. Achso, und jetzt würde ich hier gucken. Erzeugte Leistung. 1700 Watt bringt ein so ein Ding. Okay. Mhm. Und so ein Plastahl-Mini-Gestütz. Verbraucht 80 Watt. Und zum Bauen bräuchte man 40 Stahl, 3 Bauteile, wovon wir nicht genug haben, und 60 Plastahl. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall noch Bauteile bauen. Hatten wir nicht hier noch? Das ist alles Stahl. Wir sind auch nicht hier auf Bauteile gestoßen. Oder sind wir? Hatten aber schon alles mitgenommen und verarbeitet. Tau.
16 Uhr. Jo. Vorratskapsel, was haben wir da drin? Na, Syngarn. Und es ist weit weg, aber das müssen wir abtransportieren, bevor es vergammelt. Goldader. Naja. So, wenn wir das hier müssen nebeneinander stehen. Was? Ja, aber die stehen doch jetzt nebeneinander. Das hat doch eben noch funktioniert, oder nicht? Moment, da gucke ich jetzt mal nach in der Wiki. Transport irgendwas. Transport Pod. Ne, da steht jetzt nicht, wie man. Ach so, man eventuell mit den Rampen Pod Launcher. Ja. The pod launcher deploys a singular transport pod, which must be placed where the rocket icon appears. The transport pod will change color from red to green as a positive signal. Each launcher can be filled. Und da haben wir hier noch ein Dach drüber. Ne. They have to be adjacent, which means they must share one tile length of common border. Touching corner to corner or via a transport pod touching both launches will not work. Wie hatte ich das nicht eben so, dass das ja funktioniert hatte? Geht jedenfalls nicht. Die sind laut dem Spiel nicht nebeneinander. Da müssten wir, ja, müssen wir die so bauen. Braucht man natürlich jetzt noch mehr von diesem Materialdings. Den Bauteilen. Und idealerweise sollte ich halt auch noch Bauteile dann übrig haben, um die da mitzunehmen. Wer hat denn zerrissene Kleidung? Hab. Nö. Hat er abgelegt oder so?
Das könnte heute noch fertig werden. Abbauen. Jo. Dann hätten wir das zumindest soweit durch. Es ist da ein bisschen heller. Vielleicht wegen dem Dach. Ach so, und hier können wir natürlich noch. Mal gucken, ob wir da noch dann durchbrechen oder. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt die Bauteile herstellen. Jo. Das geht etwas schneller. Da ist jetzt alles zusammen. Achso, dann sollten wir hier Salinas wieder das Energiegewehr geben. Und dann können Buck schlecht, schlecht. Normal, normal, normal. Book und Jumper. So. Da brauchen wir auch nochmal Bauteile für. Nächsten Tag. Also langsam wird die Zeit da halt auch eng. Wir hatten 24 Tage ursprünglich. Jetzt haben wir noch 13 Tage. 12 Gegner. Und hier der nächste Angriff wird sicher auch bald kommen. Ja. Ja, die Zeit ist auch hier jetzt knapp und am Ende. Deshalb mache ich hier auch erstmal wieder einen Schnitt. Und dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen, dass wir ja, uns für die Expedition bereit machen. Gucken, wie das von dem Platz ausgeht. Und ob wir vielleicht sogar Material mitnehmen können, um hier so eine Solaranlage zu bauen und dann ein paar Geschütze da dran, dass die uns da ein bisschen mithelfen, dass wir da Leute reinlocken können oder vielleicht für Fallen was mitnehmen oder so. Die kosten 35, aber ich glaube, der Stahl wird einfach zu teuer.
Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Vielleicht sollte ich auch hier noch weitere Pots irgendwie dran bauen. Wobei das natürlich jetzt mit der Konstruktion hier etwas schwer wird. Wir müssten dann, da lässt sich eigentlich gar nichts mehr machen. Ja, müssen wir beim nächsten Mal weitersehen. Also, bis dann.